Nach einem Besuch bei seinem Bruder in Dijon, Frankreich, nahm der 49-jährige Louis Le Prince am 16. September 1890 einen Expresszug nach Paris. In Paris wollte er nur kurz einen Teil seiner Familie besuchen, um danach nach New York zu reisen und dort die Premiere seines Films zu feiern. Das hört sich erst einmal nicht spektakulär an, aber wir schreiben das Jahr 1890 und den Film, den Louis Le Prince erstmalig in New York aufführen möchte, ist der erste Film, den es je gegeben hat. Wobei gegeben hätte der bessere Ausdruck ist, da er niemals in New York ankam. Louis Le Prince verschwand für immer, nachdem er in den Zug nach Paris gestiegen ist. Er scheint niemals dort angekommen zu sein, denn weder sein Gepäck noch seine persönlichen Sachen wurden jemals gefunden. Hier muss ich kurz den Erklärbär spielen, denn die Debatte darum, wer der Erfinder des Films ist nicht ganz unumstritten. Zwar gab es die erste Vorführung von bewegten Bildern schon im 18. Jahrhundert, jedoch handelte es sich dabei um eine Reihe von Bildern, die auf eine Glasplatte gemalt waren und ähnlich wie mit einem Diaprojektor an die Wand geworfen wurden. Also es waren gemalte Bilder. Danach, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gab es erste Fotografien. Und dann 1832 entwickelten der Deutsch-Österreicher Simon Stampfer und der Belgier Joseph Plateau unabhängig voneinander ein Gerät, das Lebensrad genannt wurde und das beim Betrachter das Gefühl von bewegten Bildern erzeugte, aber noch kein richtiger Film war. Der Durchbruch gelang erst dem Fotografen Edward Muybridge, der 1872 eine Serienfotografie eines galoppierenden Pferdes anfertigte. Zudem erfand er ein Gerät, mit dem er diese Serienfotografie vorführen konnte und die bei einigen als erster Film gilt, wobei es eigentlich nur bewegte Bilder sind. Auch der Erfinder Thomas Edison klinkte sich in den Wettbewerb zur Erfindung des ersten Filmes ein und erfand 1891 ein Aufzeichnungs- und ein Projektionsgerät. Für andere sind die Pioniere des Films die französischen Brüder Lumière, die am 28. Dezember 1895 eine Filmvorführung gaben, bei der ihre innovative Idee ihren Einsatz fand und zumindest laut Ulrich Schmidt als Geburtsstunde des Films gilt. Denn sie erfanden den 35mm Cinematograph, der sowohl Aufnahme-, Kopier- als auch Wiedergabegerät war. Aber noch bevor die Brüder ihren Film im Grand Café in Paris aufführten, entwickelte Louis Le Prince eine Filmkamera mit nur einem Objektiv und drehte mit diesem 4 Szenen, die er, wie schon erwähnt, in New York vorstellen und der Welt zeigen wollte. Viele spekulieren, dass wenn er am besagten Tag nicht verschwunden wäre, das Genre Film anders und seine Geschichte bekannter wären. Denn er wird erst seit 2015 im Wikipedia-Artikel zur Filmgeschichte erwähnt. Obwohl er, bewiesenermaßen durch die Szenen, die ihr gerade seht, vor den Brüdern Lumière bewegte Bilder inszeniert und aufgenommen hat. Wow. Wer von euch hätte gedacht, dass er heute auf diesem Kanal etwas über die Filmgeschichte lernen wird? Naja, das nur zur Erfindung des Films, weiter im Fall und den verschiedenen Theorien zum Verschwinden von Prince. Einigen Spekulationen nach, die auch Le Prince's Frau, Elizabeth Le Prince, nach seinem Verschwinden geäußert hat, ist, dass sein Rival Thomas Edison für das Verschwinden ihres Ehemannes verantwortlich ist. Dieser Theorie nach ließ Thomas Edison ihn verschwinden, weil er der Vorreiter in der Erfindung des Films sein wollte. Er engagierte einen Auftragsmörder, damit Le Prince seinen Film New York nicht selbst vorstellen kann und nicht als Pionier des Films in die Geschichtsbücher eingeht, sondern er selbst. Was dafür sprechen würde, ist die Tatsache, dass der Sohn von Le Prince, Adolphe, 1901 beim Jagen erschossen wurde und bis heute nicht bekannt ist, wer dafür verantwortlich ist. Und Adolphe hat versucht, das Erbe seines Vaters anerkennen und in dem Rampenlicht stehen zu lassen, das es verdient hat. Er diente auch als Augenzeuge bei einem Gerichtsprozess, bei dem Thomas Edison sich den Titel als Erfinder des Films aneignen wollte. Also der vermeintliche Mord Adolphes könnte tatsächlich für diese Theorie sprechen. Dazu kommt auch noch, dass Ermittler 2003 das Archiv der parisischen Polizei durchkämmten und ein Bild eines Mordopfers der 1890er Jahre fanden, das vom Aussehen her Le Prince sehr ähnlich sah. Das nahmen die, die an ein Verschwinden und einen Mord durch Thomas Edison glauben, als Beweis dafür, dass ihre Theorie der Wahrheit entspricht. David Wilkinson, der 2015 einen Film zu Louis Le Prince veröffentlichte und der auch Grund für den Nachtrag Le Princes im Wikipedia-Artikel zur Filmgeschichte war,
zeigt und analysiert die Bilder, die die Ermittler gefunden haben, in seiner Dokumentation und sagt, dass das Mordopfer keine Ähnlichkeiten mit Le Prince aufweist. In der Dokumentation befragt er auch einen ehemaligen Polizisten zu der gerade vorgestellten Theorie und dieser sagt, dass es keine offensichtlichen oder faktischen Beweise für einen Mord geben würde. Eine andere Theorie sagt, dass er durch seinen Bruder, den er kurz vor seinem Verschwinden in Dijon besuchte und von wo aus er den Zug nach Paris nehmen wollte, getötet wurde. Diese Theorie fußt aber eigentlich nur darauf, dass sein Bruder die letzte Person war, die ihn lebend gesehen hat. Albert, so der Name seines Bruders, war Architekt und Verwalter der Immobilien seiner Mutter, bis sie 1877 starb. Das Erbe der wohlhabenden Mutter sollte auch zur Hälfte an Le Prince gehen. Sein Bruder, der sein Leben lang für seine Mutter gearbeitet hat, soll dies als unfair erachtet haben und wolle das Erbe für sich. Deswegen erzählte er, nachdem Le Prince nicht in Paris angekommen ist und von der Polizei befragt wurde, dass er ihn vom Bahnhof verabschiedet hat, wodurch man ja erst weiß, dass er tatsächlich in die Bahn gestiegen ist. Jedoch sagt Laurie Snyder, eine lebende Nachfahrin von Le Prince, dass die Theorie unwahrscheinlich ist, weil sie aus überlieferten Briefen entnehmen konnte, dass die beiden Brüder sich gut verstanden und eine, Zitat, warme und herzliche Beziehung führten. Außerdem fand David Wilkinson in seiner Dokumentation heraus, dass Albert ein Mann war, dem Geld nicht wichtig war. Die Dokumentation von David Wilkinson ist auch mit die Hauptquelle des Videos. In ihr sagt David, dass er von einer Person kontaktiert wurde, die seiner Meinung nach die glaubwürdigste Erklärung zum Verschwinden von Le Prince darstellt. Sein Kontakt sagte ihm, dass zu der Zeit, wo er verschwand, mehrere andere Franzosen auf gleiche, mysteriöse Art und Weise verschwunden sind. Hier mal ein Zitat. Er sagte mir, dass er Beweise dafür hat, die aufzeigen, dass Frankreich Ende der 1880er und Anfang der 1890er kurz vor einer weiteren Revolution stand und die französische Regierung sich darum kümmerte, dass die, die dafür verantwortlich sind, verschwinden. Nach Aussagen Davids soll Louis Le Prince schon vorher Teil einer in Anführungszeichen Teilrevolution gewesen sein. Wenn das stimmen sollte, dann könnte es natürlich sein, dass die Regierung diese Revolution klein bzw. aufhalten wollte. Leider konnte ich aber während meiner Recherche keine weitere Quelle dafür finden, dass Le Prince wirklich Teil einer möglichen Revolution war. Der Großonkel von Louis Le Prince sagte dem Filmhistoriker, entschuldigt die falsche Aussprache, Georges Potonier, dass er glaubt, dass sein Großvater Selbstmord begangen hat, weil er kurz davor war, pleite zu gehen. Er soll seinen Selbstmord schon längere Zeit geplant haben, und zwar so, dass sein Leichnam niemals gefunden wird. Jedoch entgegnete George ihm, dass das Unternehmen Le Prince Aufzeichnungen nach erfolgreich gewesen ist und dass Prince stolz auf seine Erfindung war, weswegen er seiner Meinung nach keinen Grund für einen Selbstmord gehabt hätte. Wobei sich wiederum später herausstellte, dass der Großenkel von Louis recht hatte. Er war nicht nur pleite, sondern er hatte auch viele Schulden. Jedoch gibt es leider keine weiteren Informationen zu dieser Theorie. Laurie Snyder, die Nachfahrin von ihm, die eben schon mal vorgekommen ist, sagte in einem Interview mit BBC, dass ihre Theorie zum Verschwinden ihres Ur-Ur-Großopas nicht so spannend und mysteriös ist wie die gerade genannten. Sie geht davon aus, dass er einfach am falschen Ort zur falschen Zeit war. Er kam gegen 23 Uhr in Paris an und nahm wahrscheinlich ein Taxi, natürlich kein Auto, sondern eine Kutsche. Und dann passierte Folgendes, Zitat: Ich glaube, der Fahrer hat die Dunkelheit und Chance ausgenutzt, ihn zu einer verlassenen Gegend in der Nähe der Seine gefahren, ihm auf den Kopf geschlagen, ausgeraubt und danach in den Fluss geworfen. Es gibt zwei Artikel aus der damaligen Zeit, die sagen, dass einsame Reisende oftmals Opfer solcher Diebe wurden und ich gehe davon aus, dass Le Prince eines dieser Opfer war. Weiter sagt sie, ich glaube nicht, dass ein Mann, der seine Familie so sehr liebte, wie Briefe zeigen, sich umbringen oder einfach freiwillig verschwinden würde.
Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Was glaubt ihr, ist mit Louis Liprins passiert? Welcher Theorie schenkt ihr am meisten Glauben? David Wilkinson glaubt, dass egal wie er verschwunden ist, die Tatsache, dass er verschwunden ist, eine große Rolle für die Filmwelt gespielt hat. Er glaubt, dass es Hollywood so heute nicht geben würde, hätte Prince seine Filme in New York vorgestellt. Denn letztendlich hat sich Hollywood nur in Anführungszeichen gegründet, um aus den Fängen Thomas Edisons herauszukommen. Jeder war abhängig von seinem Equipment und den damit einhergehenden immensen Preisen. Hätte es schon vorher eine Alternative gegeben, wer weiß, was dann passiert wäre und wo sich das heutige Hollywood befinden würde. Zwar wird man wahrscheinlich niemals herausfinden, was mit Prince passiert ist. Was David aber mit seiner Dokumentation und ich vielleicht ein bisschen mit diesem Video erreichen konnte, ist, dass die Filme Princes in der öffentlichen Wahrnehmung als die ersten Filme der Welt wahrgenommen werden. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Mit nur ein paar Klicks unterstützt ihr den Kanal enorm. Vielen Dank schon mal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.